wir haben spannende Menschen wieder hier bei uns. Wir haben schon gesehen, alle möglichen Vereinigungen, die wir unterstützen. Sehr oft sind es persönliche Bindungen unserer Seite und sehr oft halt auch inhaltliche Bindungen sehr, sehr nahe dran. Wir haben in diesen Tagen, abbiamo visto gli apripista, per esempio, in questi giorni, gli apripista, ragazzi come per esempio nel 2007 anche Doro e Dominic hanno aperto le gare dei mondiali e adesso loro sono tra gli eroi di questa competizione. Abbiamo visto i ragazzi aprire le gare quest'anno. Also wir haben die Vorläufer gesehen, noch einmal zur Erinnerung, Doro und Dominic waren Vorläufer und es gibt Fotos, die ich selbst gesehen habe, wie sie so ganz verloren da am Fuße der Tribüne entstanden. Vorläufer bei der WM 2007 und inzwischen mehrfache Weltmeister. Damit sind wir auch schon beim Thema. Wir haben hier den Geschäftsführer der Südtiroler Sporthilfe, Stefan Leitner, il direttore della Südtiroler Sporthilfe, Stefan Leitner, qua con me. Stefan, die Jugendförderung, wir haben jetzt sehr oft darüber gesprochen und wir ja, ernten ja auch inzwischen schon daraus, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Die Jugendförderung ist natürlich grundlegend wichtig und Biathlon-Veranstaltung zusammen mit Jugendförderung bzw. Sporthilfe ist eine Win-Win-Geschichte sozusagen. Ja, auf alle Fälle, die Sporthilfe und Biathlon Antholz hat schon eine über 30-jährige Geschichte und wir verkaufen hier schon seit vielen, vielen Jahren unsere Sporthilfe-Lotterie. Mit dieser finanzieren wir unsere Förderung und ich möchte an dieser Stelle wirklich allen herzlichen Dank sagen, was ihr alle für uns macht und für unsere jungen Athleten, die dann wirklich an die Weltspitze gelangen. Appoggiano o appoggiate i giovani atleti vendendo qua i biglietti ormai di una bellissima lotteria, ne parleremo tra poco, ormai da tanti anni. Ma sicuramente da 30 anni adesso abbiamo questa partnership con Biathlon Anterselva che veramente per noi è un grandissimo ringraziamento a tutti quanti che comprano ma anche agli organizzatori che ci danno questo spazio e tanti atleti che noi sosteniamo arrivano poi veramente al vertice, lo vediamo anche ai campioni che adesso stanno vincendo qui. Ja, wen hat man denn da aus den, ich sag mal, jüngeren oder aus der Gegenwart, jüngeren Vergangenheit, wen habt ihr denn da so alles unterstützt? Gib uns mal so ein paar Namen, die mit euch so oder mit eurer Unterstützung angefangen haben. Ja, auch die Doro Vira ist da dabei gewesen, der Dominik Windisch war da dabei, der Luki Hofer. Es sind aber auch andere Sportarten, die wir unterstützen, Caroline Kostner oder Isolde Kostner, der Peter Phil, auch Paris Dominik war ja vor einigen Tagen hier. Und wenn sie dann wirklich an die Weltspitze gelangen, dann freuen wir uns für diese Erfolge und machen unsere Arbeit mittlerweile seit über 30 Jahren. Tutti questi giovani atleti altoatesini abbiamo appoggiato ormai in questi ultimi anni. Abbiamo un esempio vivo qua con noi. Wir haben ein junges, aktuelles Beispiel, was mit der Unterstützung nicht nur der Südtiroler Sporthilfe, der Eltern, der Familien, der lokalen Trainer und Organisationen rauskommen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier bei mir am Sonntag hatten wir sie zusammen mit ihren zwei Mannschaftskolleginnen auf der großen Bühne hier im Stadion. Linda Zingerle, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also, die Linda Zingerle. Zingerle ist ja schon mal ein klingender Biathlon-Name, gell? In Antholz dürfen wir sagen, das ist die Tochter von Andreas, aber den Rest hat sie sich natürlich selbst erarbeitet. Und was sie sich erarbeitet hat heuer, sie war bei den Jugendolympiaden dabei und sie war bei der Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft dabei. Sie hat aus diesen zwei Bewerben apportato dalle Olimpiadi Giovanili e dai Campionati del Mondo Juniores e Giovani, ha portato a casa ben 5 Medaglien. Sie hat 5 Medaillen mit nach Hause gebracht. Zweimal Olympiamedaille und dreimal WM-Medaillen. Der Martin, der Kollege, hat dich schon auf der Bühne oben gefragt, wenn man so eine Medaille entgegennimmt, Olympia, Weltmeisterschaft, bewährt man das jetzt da mal nicht. Wie fühlt man sich da? Was geht einem da auch als junges Mädel durch den Kopf? Ja, es ist sicher unglaublich, so eine Medaille zu gewinnen, denn so sieht man, wie man auch mit anderen Nationen mithalten kann und man kann sich vergleichen. L'appoggio da parte della Südtiroler Sporthilfe per voi penso è fondamentale perché vi danno, diciamo, un po' di spazio nel movimento e vi danno le possibilità di allenarvi e tutto. Cosa è per te la Südtiroler Sporthilfe? Sì, sicuramente è molto importante che loro vi danno i soldi perché così se andiamo a fare le gare possiamo pagare il hotel o
anche altre cose.